Harry sagt guten Morgen zum aktuellen Wettervideo hier in Maspalomas beginnend. Direkt beim Riesenrad Holiday World. Ja, ich bin wieder mal begeistert, denn so ein schönes Ambiente jetzt heute Morgen. Und das muss ich euch zeigen, die Berge. Wir waren ja gestern unterwegs und es war wieder traumhaft schön. Wir haben auch Glück gehabt mit dem Wetter, aber mehr dazu gleich später. Jetzt erstmal hier der wunderschöne Morgen heute mit den Live-Wetterdaten, gerade eben Sonnenaufgang gewesen hier. Es ist noch ziemlich frisch, aber es ist wunderschön. So, und der erste Punkt unserer Aussichtsplattform mit dem Blick hier über den Campo Internacional. Der Sonne entgegen. Ja, immer wieder schön, ein bewegender Moment hier oben anzukommen. So, ihr seid ja fast live mit dabei. Wunderschön der Morgen hier über dem Campo Internacional. Ja, sonst bin ich immer ein bisschen weiter unten am Wasser. Und wenn ich jetzt hier so die Dünen mir ansehe, da kann man doch tatsächlich die einzelnen Menschen erkennen, so klar ist das heute hier am Strand gehend. Und ich werde ganz sicher da unten heute irgendwo spazieren gehen. Das ist jeden Tag mein Ziel. Ja, wir fahren Richtung Rio Palas. Die aktuellen Wetterdaten gibt es dann da. Jetzt im Moment die ersten Eindrücke hier von unserer schönen Insel. Aber wir waren gestern unterwegs. Es gibt mehrere Teile dann davon. Einfach nur so Eindrücke, jetzt keine große Geschichte, sondern von der Abholung bis ja, zum Ende, das habt ihr gesehen, und zwar das Ende war die Realität gestern in Santa Brigida. Kaum 50 Minuten hier von Maspalomas entfernt mit dem Auto. Auf jeden Fall eine Reise wert, das hat auch alles gut funktioniert und wir sind erfahrungsgemäß mit dem guten Management unterwegs gewesen, das heißt, wir sind dem schlechten Wetter ausgewichen. So, jetzt geht es erstmal hier noch ein bisschen weiter. Ich nehme euch mit auf die Reise. So, das Mikro ist gut verstaut.
Das ist notwendig jetzt hier, das Externe, denn wir haben ja doch die Fahrgeräusche. Und es geht jetzt hier Richtung Rio Palas. Ja, vielleicht bei dieser Gelegenheit noch ein paar Informationen zur Reise. Es wird also immer weitere Ausflüge geben, je nachdem, wie viel Buchungen, wie viele Menschen da mitfahren möchten, wird das dann auch spontan dann immer festgelegt bzw. organisiert. So, und ich gebe euch dann die Telefonnummer mit dabei und dann könnt ihr euch selber mit dem Reiseunternehmen in Verbindung setzen und nach den aktuellen Angeboten fragen. So weiß ich, dass nächste Woche wieder eine Inseltour gebucht ist am Freitag. Also wer möchte, ganz einfach anrufen und fragen, was gibt es für Reisen, wann gibt es die Reisen und wie sind die Bedingungen bzw. die organisatorische Abwicklung dann direkt auch mit ihm besprechen, mit dem Host. Denn ihr werdet sicher verstehen, dass man auch kurzfristig noch etwas ändern kann, um eben den bestmöglichen Ausflug dann zu machen. So, wir sind ein bisschen flotter unterwegs, klar. Ich habe ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und die Einkaufstour heute werde ich euch dokumentieren, weil ja viele, schon wieder nicht viele, einige, Entschuldigung, haben Angst, dass man ja nichts alles bekommt, was man sich wünscht. Und ich habe noch nichts davon festgestellt, gar nichts, überhaupt nichts. Also insofern werde ich euch dann schon berichten, für den Fall, dass ich hier am Verhungern bin. So, die morgendlichen Eindrücke und dann ja das schöne Wetter mit dem Blick über die Dünen, das ist das Highlight heute Morgen. So, und hier mein Ziel für heute Morgen. Ja, wenn man so mit dem Vogelgezwitscher hier begrüßt wird, dann ist das schon sehr angenehm. Ja, die Vögel geben ihr Morgenkonzert. So, und das ist die Situation hier heute am Rio Palas heute Morgen. Und ich freue mich auf den Blick. Können wir einen Blick ins Foyer. So, und dann haben wir ja auch noch die Wetterdaten. Und ihr ja, werdet oder seht ihr auch am Morgen, hier ist es besonders schön, es sind auch wenig Menschen unterwegs. Der Zwitscher da hinten, das ist ein Gedicht. Es ist mittlerweile 7 Uhr und 46 Minuten. Und jetzt kommen die aktuellen Wetterdaten.
also 17 Grad zeigt mir das Thermometer hier an. 6 Uhr und 59 war Sonnenaufgang. Sonnenuntergang ist um 19 Uhr und 6 Minuten. Windschwacher Wind, 10 Stundenkilometer vorhergesagt. Luftfeuchtigkeit 70%. Ja, und das war's auch im Großen und Ganzen. So, und hier der Aussichtspunkt bzw. Information der Gemeinde neben dem noch geschlossenen Minimarkt und dem Café. Gut zu wissen, dass es hier auch Toiletten gibt. Also ist auch gestern immer so ein Punkt bei so einer Reise, beim Ausflug. Aber dafür wird bestens gesorgt, also keine Angst, wenn jemand dann vielleicht doch öfter mal die Toilette muss, da wird immer gehalten und dafür gesorgt, dass das auch geht. So, schaut euch an dieses Wetter hier, dieser Blick, dieses Licht. Und eigentlich müssten die ganzen Fotografen jetzt hier draußen sein. Hier ist ein Schild, dass man es eigentlich nicht betreten darf, das Naturreservat hier. Das Schild zeigt ganz eindeutig, verboten durch die Dünen zu gehen. Also es ist jetzt schon mal hier. Es ist ja auch relativ einfach, den vorgegebenen Weg zu nehmen. Ich zeige ihn euch nochmal hier. Gekennzeichnet mit Blau, Grün und Rot. Und da habt ihr die Möglichkeit, ganz einfach hier den Pfad zu folgen. Ja, die Fragen kommen immer wieder. Wie auch die Kartenzahlung für die Schirme und die Liegen und die Kioske sind immer noch nicht auf. Und für die, die neu sind im Kanal, es kommen ja immer welche dazu. Wer was Spezielles möchte, einfach oben in die Suchleiste mal eingeben, zum Beispiel Berge, Las Palmas, San Bartolomé, die Tirajana, Tunte, Ausflug, Tapasnacht, Las Palmas, und dann kriegt man auch das dementsprechende Video dann dazu. So, jetzt mal noch ein bisschen genauer das Ganze hier. Ich empfehle euch auf jeden Fall, so einen Ausflug zu machen, ganz gleich in welcher Jahreszeit. Es ist immer schön, es ist immer ein Erlebnis. Für kleines Geld, auch gestern wieder. Es gibt zwei oder drei Teile davon, schaut euch das ganz einfach an. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr da mal einen Ausflug mitmachen möchtet. Alles ruhig, familiär und gut organisiert.
hier liegt auch wieder ganz viel Sand auf dem Weg. Ja, der Wind hier, der ist ganz einfach dafür verantwortlich, dass sich die Dünen hier bewegen und verändern und dementsprechend auch der Sand hier auf dem Gehweg liegt. Ich gehe den kurzen Weg nach oben Richtung Wiesballer. So, und das ist der Blick jetzt von hier oben Richtung San Agustin. Da ist auch mein Ziel diese Woche nochmal. Zeit auch mitbringen, wenn man dahin geht oder hinfährt oder hinläuft. So, jetzt noch mal hier der gesamte Blick im Fokus. Die Schönheiten. So, hier der Blick aufs Hotel Dunastar, die vorgelagerte, seitlich angeschlossene Anlage mit den Bungalows. Und ich bin ein bisschen neugierig, ich gehe noch mal hier nach oben. Ja, und hier hat man den Blick, den die auch hier in den Bungalows haben. Zwei Häusereien von Dunastar hier mit mehr oder weniger, ja, da spuren die Hunde nicht. Schön der Blick hier über die Dünen. Es ist immer wieder so, und jetzt geht es aber auch zurück. So, und ich habe meinen morgendlichen Spaziergang noch nicht beendet. Da kommt noch ein bisschen was. Ich melde mich aber nachher noch mal zur Realität. Jetzt erstmal hier noch mal der Blick in die Berge. Keine Wolke zu sehen heute Morgen. Also das sieht alles richtig schön aus. Wir sehen uns dann später am Strand von Maspalomas wieder. Sollte sich noch irgendwas ergeben, melde ich mich nochmal. Also wenn es irgendwelche Besonderheiten gibt. Aber ansonsten gibt es das Update vom Einkaufen und von den Zustand der Regale dann am Nachmittag bei der Realität.
von unserer Baustelle. Und Katharina Pleier, da ist nichts Neues, hier im Garten wird gearbeitet. Aber nichts Gravierendes, nichts Auffälliges. So, und mit diesen Bildern hier vom Parkplatz vom Rio Palas verabschiede ich mich dann und sage bis später, macht's gut, hasta luego, bis dann. So, nochmal Nachfrage, ich bin also ganz entspannt hier jetzt im Lidl einkaufen und hier gibt es alles. Hier gibt es Essigöl. Hier ist kein Regal leer, hier ist alles aufgefüllt, hier gibt es auch wirklich alles und in großen Mengen und hier ist keiner dabei, der irgendwie hortet und mehr kauft, wie er braucht. Und das finde ich sehr, sehr beruhigend, dass diese Panikattacken hier ausbleiben. Also ich kann euch nur sagen, ich war jetzt in jedem Regal, ob Fleisch- oder Wurstwaren, und definitiv kein Problem, im Gegenteil, mir kommt es so vor, hier wird gerade aufgefüllt, alles was mit Huhn zu tun hat, mir kommt es gerade so vor, als ob es noch mehr Angebot gibt. Schaut euch das an, also nicht ein einziges Regal oder ein freier Platz hier. Alles voll. Kein Problem.